Moin Moin und hallo, hier ist der Kabba schon. Ich begrüße euch mal wieder natürlich in Minecraft, heute mit einem neuen Server-Tagebuch. Und wir sind an unserem Bauplatz 1, was noch immer keinen Namen hat. Ihr wisst ja, ne? Wenn ihr mal einen coolen Namen habt für das Dörflein hier, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, das wäre super. Und wir schauen jetzt mal, was sich hier ein bisschen verändert hat. Also, wir fangen hier mal an. Wir sehen hier schon eine Begrenzung, die hat der gute Yannick, glaube ich, gezogen gehabt. Der hier... So, das kann auch mal weg. Der hier angefangen hat, ja, was ist denn das eigentlich so ein bisschen? Ich dachte zuerst, das soll ein richtiges Schlossgebäude werden, aber jetzt hat er doch hier drin was gebaut. Sieht sehr ulkig aus mit dem einen Seelensand hier mit meinem Resource Pack. Hier hat er einen kleinen Stall gebaut. Ach so, das ist Yannicks Pferd, das ist Andries Pferd, das heißt Heaven. Oh, wie süß. Und hier ist noch nichts drin. Und dann haben wir hier so ein, was ist denn das, kleiner Palast? Grundstrafen. Mord wird mit dem Tode bestraft. Aha, aha. Was haben wir denn hier so? Steuerhinterziehung wird mit Haft bestraft. Ja, Uli Hoeneß hat hier schon mal keine Chance. Grundgesetze, nicht morden. Nein, wirklich. Ach, guck mal, der Yannick hat sich zum König erkoren. Das wäre mir aber neu, dass er der König ist hier. Ich glaube eher, ich bin der König, ne? So, schau mal nochmal ein bisschen hier. Sieht ein bisschen aus wie so ein Innenhof von einer Ritterfestung, kann man sagen. Eigentlich ganz cool. Gefällt mir auch, dass es halt nicht ganz so symmetrisch angelegt ist. Ansonsten hat der gute Mötzel hier noch was gebaut. Nämlich in der Nähe von meinem kleinen Survival-Haus. Manche wissen es ja, ich habe hier auch ein kleines Survival-Haus. Wo ich doch, ja, sag ich mal, wenn ich Zeit habe, spiele ich da auch ganz gerne mal. Denn er hat hier eine kleine Schießbahn gebaut. Die, ja, recht ulkig ist, möchte ich sagen. Wir haben hier nämlich einmal, jetzt brauche ich erstmal kurz einen Bogen. Momento. Und machen wir mal Time Night. Damit es auch schön dunkel ist. Wir können jetzt hier nämlich ein bisschen Schießen üben. Und wenn wir treffen, gehen dann immer die Lichter an. Finde ich sehr cool gemacht. Genauso hier müssen wir im Prinzip viermal unten treffen. Dann fährt ein Kolben hoch. Den habe ich doch getroffen. So. So. Und so. Und dann, tada, gehen die Lichter oben an. Finde ich sehr cool gemacht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Genauso hier. Hier ist unsere Aufgabe. Muss ich, glaube ich, erstmal hier aufschießen. So, Nummer 1, 2, 3. Die da oben sind schon schwerer zu treffen. Aber auch den haben wir. Und dann kommt da nämlich Feuerwerk raus. Finde ich cool. Eigentlich hätte ich den ja doch noch treffen müssen, ne? Naja. Egal. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, muss ich sagen. Und der gute Mötzel hat noch was gebaut. Da fliegen wir jetzt nämlich nochmal hin. Halt, hier geht's lang. Nämlich der Zoo. Er hat hier einen Zoo gebaut, was ich doch sehr cool fand. Die Idee hatte bisher noch keiner auf dem Server. Oder hat sie nur nicht verwirklicht. Er war der Erste, der wirklich angefangen hat, hier einen Zoo zu bauen. Und der Server läuft immerhin ja auch schon gut 100 Tage jetzt. Und wenn wir hier ein bisschen abseits vom Bauplatz gehen, der Chunk lädt heute aber langsamer, dann kommen wir hier zum Zoo. Ganz viele Tiere, die ich hier mal platziert hatte, damit es ein bisschen lebhafter war, haben sich hier ein bisschen hinverzogen. Willkommen im Zoo. So, da gehen wir jetzt mal ein bisschen rum. Eintritt kostenlos, Spenden sind erwünscht, Spenden in den Spendentrichter. Tiere außerhalb des Geheges dürfen getötet werden. Danke, Tiere nicht füttern und bitte nicht mit nach Hause nehmen. Also, Finger davon, einfach nur angucken. Finde ich auch ganz cool gemacht. Hier haben wir ein paar Schweine, ist gut. Ja, Schweine, hier haben wir Kühe und Hühner. Ob die hier reingehören, weiß ich nicht. Esel sind keine mehr da. Wo sind die Esel denn hin? Ich hatte ihm hier einen Esel reingesetzt gehabt. Zwei sogar. Naja, hier haben wir ein paar Eiren-Golems. Was haben wir denn hier drin? Katzen. Ach da. Ach genau, das war ja so. Schafe haben wir hier, Pferde, also... Ah, hier kommen die Hühner rein. Wölfe, finde ich sehr cool gemacht, wirklich. Einfach mal durchlaufen und sich angucken. Sieht auch von oben ganz schick aus, fügt sich gut ein in die Natur, in die Landschaft. Verschandelt das Ganze jetzt nicht irgendwie. Was denn das hier? Das kenne ich noch gar nicht. Aha, hier wurde ein Durchgang gebaut.
Ach so, das geht dann hierhin zu seinem anderen Großprojekt. Naja, bin ich mal gespannt, was daraus wird. Wir fliegen jetzt nämlich nochmal ein kleines Stückchen zu einem kleinen Dorf, was auch der gute Mötzel gebaut hat. Ziemlich viel macht er in letzter Zeit. Hier finde ich aber auch sehr cool, was er da gebaut hat. Das hier war so sein erster Versuch von einem kleinen Dorf, so einem kleinen Bauernhof, den er hier gebaut hat. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch kurz zum Gebäude der Annika rüberfliegen. Das müsste irgendwo hier gewesen sein. Genau, sie hat sich hier, beziehungsweise das war so eine kleine Insel, kann man im Prinzip sagen, wo sie angefangen hat zu bauen. Sie hat das Ganze ja im Prinzip mit Bäumen eingezäunt. Das ist Annikas kleine Insel. Finde ich auch sehr neckisch gemacht, wie hier bei den Dorfbewohnern immer. Hier baut sie gerade an einem Megabaum, wie es aussieht. Finde ich sehr, sehr krass auf jeden Fall. Sieht auch schon von, ja, vom Grundbau sehr gut aus, unten vom Fundament. Und hier hinten baut sie auch noch irgendwas hin. Bin ich mal gespannt. Dann lugen wir doch einfach mal rein, was sie hier so gebaut hat. Eine Ender-Chest hat sie schon. Sie hat ja früher auch schon hier gespielt auf dem Server. Inneneinrichtung fehlt jetzt noch ein bisschen, aber vom Grundriss her finde ich das Haus eigentlich ganz cool. Dazu, so. Und jetzt fliegen wir aber nochmal zum guten Mötzel. Oh, eine Höhle. Der hatte doch irgendwo hier... Ja, wir sind richtig. Nee, das ist der Staudamm. Wo war der denn? Irgendwo hier vorne im Norden. Das weiß ich noch. Ich habe jetzt auch keine Lust, die Dynamic Map, welche ja wieder verfügbar ist, aufzumachen. Da muss ich auch noch einstellen, weil die halt Unmengen Ressourcen frisst. Hier sind also die ganzen Tiere hingelaufen, die ich ausgesetzt habe. Interessant. So, jetzt müssten wir aber eigentlich das Gebiet von ihm erreichen, oder? Wäre jetzt ein bisschen dämlich, wenn ich das nicht finde. Ah, da ist es. Wir sind schon vorbei. Das finde ich nämlich sehr cool, was er hier gemacht hat. Ein Riesenfeld um eine wirklich coole Mühle herum. Und er ist der Erste, der angefangen hat, hier mit den Strohballen, den Heuballen, Dächer zu bauen. Das habe ich mir schon damals gedacht, als der Snapshot kam. Ist bestimmt cool dafür. Und er hat es gemacht. Wirklich, wirklich eine tolle Sache. Hier wurde ihm auch ein bisschen geholfen von uns. Da hat er hier verschiedene Erze hingelegt bekommen, damit seine Schmiede auch authentisch aussieht. Und hier vorne haben wir nochmal ein Lager im Prinzip, aber ohne Lagerkisten, sondern einfach, ja, dass es schön aussieht, kann man sagen. Und hier drüben hat er ja ein kleines Sägewerk, eine Holzfällerhütte gebaut, ist natürlich sehr neckisch gemacht, hier wieder mit den, ja, Eisenbahnschienen als Befestigung. Finde ich persönlich sehr cool. Und was ist das hier? Ach, der baut hier eine Mauer, interessant, habe ich noch gar nicht gesehen, sieht ein bisschen aus wie der Limes. Falls wer von euch den Limes noch kennt, wo geht die Mauer denn hin? Geht aber ganz schön... Boah, die geht ganz schön weit schon. Respekt. Und zäunt hier das Ganze im Prinzip ein. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Nein. Und hier haben wir, glaube ich, sein kleines Rathaus. Hey, Volksversammlung. Einfach mal davor, Demonstration. Und hier ist der Bürgermeister. Ist das doch kein Rathaus? Getreide, Brot drauf? Ist das vielleicht eine Bäckerei? Sieht eher aus wie eine Bäckerei jetzt, wo ich so sehe. Boah, das ist eine coole Idee eigentlich, mit so einem tiefen Ofen so Brot reinschieben und so, ne? Oh, das ist kein Brot. Coole Sache. Gefällt mir. Hätte ich jetzt zuerst gedacht, dass es ein Rathaus ist, aber ist tatsächlich eine Bäckerei. Was ist das hier eigentlich? Gelb gefärbter Lehm und hellgrau gefärbter Lehm. Aha. So, machen wir aber mal zu, damit das Schwein da nicht reingeht. Oh, da haben wir ja noch was. Auf jeden Fall hat er sich sehr, sehr viel Mühe hier gegeben. Das muss ich mal sagen. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ja. Die Standardhäuser kann man schon fast sagen, wie wir sie ja auch in Stegart haben. Oh, ein kleines Schiffchen, wie süß. Ich habe das alles noch nicht gesehen hier. Was steht denn hier auf den Schildern? Mötzelsdorf. S. Okay. Das Schiffchen ist ja lustig. Okay. Und das Huhn. Machen wir hier mal, ne? Wir sind ja so frei. Los, weg da. Weg, 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 weg. So.
So, das soll es aber auch gewesen sein für heute. Wenn ihr Lust habt, auf dem Server zu spielen, alle Informationen findet ihr dazu natürlich auf mmozone.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.